Die Stadt Magdeburg hat heute zum wiederholten Male vom Land Sachsen-Anhalt Fördermittel überreicht bekommen oder einen Fördermittelbescheid. Mit dem Geld können wir hier das Schiffshebewerk weiterhin instand halten und pflegen, damit es als Baudenkmal, als Industriedenkmal für die Stadt Magdeburg und für das Umfeld und als touristisches Ausflugsziel weiterhin erhalten bleibt. Das sind notwendige bautechnische Prüfungen der Schiffshebewerk-Eigentümer kann das bestimmt noch besser ausführen, was für technische Notwendigkeiten hier bestehen. Aber es geht um Instandhaltungsmaßnahmen, die notwendig sind, bautechnische Prüfungen. Und dafür kommt das Geld uns wirklich gerade recht. Auch in unserer angespannten Haushaltssituation sind wir da besonders dankbar, dass das Land dazu beiträgt, dass das Schiffshebewerk weiterhin für die Magdeburger und Magdeburger und das Umfeld erhalten bleibt.